Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde bei Bridge Constructor. Wir haben eine neue Aufgabe. Wir müssen hier die nächste Brücke bauen. Beziehungsweise lasse mindestens 18 Feinde in die Schlucht stürzen. Oder vernichte 24. Also die Karawane zieht weiter. Es werden immer mehr Gegner, die wir hier auf einmal vernichten müssen. Machen wir erstmal unser Grundding wieder. Wir bauen wieder unsere normale Brücke. Die hängt natürlich schon so durch. Das heißt, wir fangen wieder an und basteln uns wieder unser Halbauge. Das können wir schön machen, indem wir, sollten schon ein bisschen auf Festigkeit auch achten. Indem wir hier so ein bisschen nach oben gehen. Hier gehen wir weiter nach. Langt uns vielleicht, wenn wir eine einfache machen. So weit oben kommt der natürlich auch nicht ganz. Das heißt, wir müssen eine Subkonstruktion machen drunter. Hier sind wir eins daneben. Moment. Da habe ich mich jetzt hier verbaut. Also eins nach unten und es muss ja recht symmetrisch sein, sonst haben wir hier ein Problem. Ach, ich bin da in der Mitte schon nicht symmetrisch. So, deswegen war's. Also hier eins nach außen. Hier nochmal eins nach außen. Und hier wird die ganze... Oh, wir haben keine Seile. Seile wären jetzt natürlich perfekt gewesen. Aber so müssen wir hier leider eine Unterkonstruktion machen. So, einmal hier auf den. Jetzt gehen wir auf die mittlere Konstruktion und jetzt wieder auf die kleine und verstreben uns das Ganze nach oben hin. Einmal, zweimal, beziehungsweise hier können wir natürlich auch noch ein... können wir nicht. Ich dachte, dass wir hier auch noch so ein Mini-Auge einziehen können. Zweimal. Einmal, aber das bringt natürlich recht wenig für die Festigkeit. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Die Feinde gehen auf die Brücke. Drüben wird es schon rot und es bricht früh alles zusammen. Okay, wir müssen das Ganze noch ein bisschen stabiler machen auf der rechten Seite. Das heißt, hier baue ich nochmal ein extra ein. So, 1, 2, 3, 4. Nee, es ist immer noch zu früh, dass es hier einstürzt. Hier haben wir eine Querstrebe, da haben wir eine Querstrebe. Von dem geht eine nach oben. Hier sollten wir vielleicht auch noch eine nach rechts machen. Langt uns jetzt. Okay, also der hier ist der Knackpunkt, dann wird hier eine Schräg eingezogen. Hier bauen wir auch noch jeweils ein Kreuz ein, damit das Ganze nochmal weiter an Festigkeit gewinnt. So, der wird wieder rot. Und alle sind drauf und alle stürzen ein. Sehr schön. Alle 24 Feinde sind vernichtet. Das war die Runde. Der wird jetzt jammern wieder. Und wir kommen zur nächsten Runde. Es fehlen noch 3 Stück. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Runde. Zur nächsten Brücke. Das wird dann wieder ein Komm Hauptsache rüber Kampf. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao, ciao.